Es ist soweit, Freunde. Seid ihr bereit für das große Finale von Let's Kill in die erste Liga? Wir haben gemeinsam gewonnen, verloren und uns ein bombastisches Team zusammengestellt. Unter anderem mit Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Zumba Neymar. Freunde, los geht's! Lieben Freunde, euer Henny hier und herzlich willkommen zur Abschiedsfolge der Serie Let's Kill in die erste Liga. Ja, Freunde, heute ist es endlich soweit. Die Abschiedsfolge, auf die ihr alle so lange gewartet habt, kommt heute nun endlich online. Wir werden heute schön 10 Spiele bestreiten und das wird einfach nur richtig geil werden, Freunde. Ja, hier im Hintergrund sehen wir unser Team, mit dem wir antreten werden. Cristiano Ronaldo, Team of the Season, Pelé, Ibrahimovic, Neymar, Romario. Das wird heute einfach nur eine richtige Skillerei, Alter. Wir werden auf jeden Fall gleich noch ein paar Spieler umstellen, damit die Chemie auch auf 100 ist. Ja, Freunde, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal, auch im Namen von Stefan, für dieses geile Jahr bei euch bedanken. Also, ey, wir haben einfach 100.000 Abonnenten in einem Jahr gemacht. Das ist einfach nur sowas von krass. Dafür möchten wir euch von ganzem Herzen bedanken, dass ihr immer unsere Videos schaut, immer Daumen nach oben gebt, immer weiter teilt und so weiter, dass ihr einfach unsere Fans geworden seid. Nochmal großes Dankeschön von uns beiden. Ja, meine lieben Freunde, ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch. Wenn diese Let's Kill-Folge hier bis Samstag die 10.000 Likes erreicht, werde ich schon direkt die erste FIFA 15 Let's Kill-Folge hochladen. Also, es kam einfach so lange keine Let's Kill-Folge mehr, deshalb dachte ich mir, komm, ziehen wir damit direkt durch den FIFA 15. Also, wenn ihr Bock drauf habt, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Dann würde ich auch sagen, starten wir jetzt auch direkt mit unserem ersten Spiel, Freunde. Ab geht's! So, meine lieben Freunde, haben wir auch schon direkt unseren ersten Gegner gefunden. Hier, der nimmt die Barcelona-Trikots, wir nehmen unsere roten Trikots. Und jetzt schauen wir uns auch schon mal direkt sein Team an. Was hat er uns hier zu bieten? Ein 84er-Team. Oh, Benzema, Chicha.